Okay, Freunde, nach kurzer Rücksprache mit der Community haben wir uns jetzt darauf geeinigt im Endeffekt, dass wir alle, und das empfehle ich an dieser Stelle euch wie gesagt auch, eben die 90 plus Prime Icon, Totti Icon oder eben Foot Birthday Icon Upgrade SPC am besten wunderbar craften mit der 83 pluser / 82x10er Upgrade SPC. In die 82x10er könnt ihr 83 plus Spieler eben mit der 83 plus Upgrade SPC wunderbar dann craften mit der Upgrades, mit den Upgrades, die gestern rausgekommen sind. Und dementsprechend seht ihr jetzt hier, habe ich meinen Clip eben von vor 2 Wochen für euch nochmal rausgeholt, damit wir eben nochmal einen Blick reinwerfen in die 90 plus Prime Icon, Totti Icon oder von Burst der Icon Packs. Ich habe es generell vergessen, was wir gezogen haben vor 2 Wochen. Und deshalb gucken wir uns das jetzt mal gemeinsam an, was denn da Wunderbares drin sein kann. Und wie gesagt, an dieser Stelle schon mal mein Tipp, das auf jeden Fall zu craften. Und jetzt gucken wir gemeinsam rein. 90 plus Prime Icon, Totti Icon oder von Birthday Icon. Set Nummer 1. Was gönnst du uns? Prime Icon was? Oh, Franzose. Thierry Henry. Okay, ich glaube grundsätzlich willst du natürlich, wenn es jetzt. Ja gut, kommt drauf an, welche Prime Icon es natürlich logischerweise ist. Aber es ist eine Top SPC. Gerade jetzt eben dadurch, dass sie nochmal günstiger geworden ist. Ich glaube, da kann man nicht meckern. Da kann man absolut nicht meckern. Thierry Henry auch hier, guckt euch das an. Mehr als teurer als die SPC, selbst als die von vor 2 Wochen. Top-Geschichte. Thierry Henry, leider nur Prime, weil ich persönlich glaube, ich würde sagen, Totti Icon fühle ich irgendwie besser. Die Promo-Icons, weiß ich nicht, die haben es mir angetan. Muss ich euch ehrlich sagen, wie es ist. Totti Icons sieht auch einfach nice aus. Auch die Foot Birthday Icons. Sieht einfach mega aus. Mega, mega, mega. Wieder Prime hat wir. Spanien. Spain gleich Pain. Oh, ah stimmt. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, Emilio Butragueño. Wäre mir persönlich zu klein. Ich kann mal gerade auch noch mal parallel jetzt reingehen, was er jetzt kostet. Butragueño 92er Icon ist bei 346.000 Münzen. Also da würde ich quasi Punktlandung sagen. 5 Sterne schwache Fuß natürlich big. Aber jetzt in Bezug auf diese Icon SPC, ja, wäre das auch noch ein Win. Preislich auf jeden Fall Punktlandung. Muss man sagen, wie es ist. Und dann sind wir beim dritten Icon Pack. Und das war auch wieder ein Prime. Oh, Essien. Essien was? Was kostet der denn noch? Essien sind wir bei 90er. 290er. Schade, schade, schade. Gut, Freunde, das also zu den Packs. Und damit weiter im Video. Let's go.